warum du mit Garantien vorsichtig sein solltest. Hallo und herzlich willkommen. Da ist der Christian von easyinsure.ch. Schön, bist du heute wieder mit dabei. Heute geht es um das Thema Garantien. Die werden meistens beim Thema Lebensversicherung ein Thema. Ich möchte das heute kurz thematisieren, warum du hier vorsichtig sein sollst. Fakt ist logischerweise, wenn du ein Produkt abschließest mit einer Garantie, dass du dann dafür diesen garantierten, vereinbarten Anteil ausbezahlst bekommst. Das ist nichts als rechtens. Da habt ihr zwei dann einen Vertrag abgeschlossen, du und die Versicherungsgesellschaften, und das kommt dann zum Zeitpunkt X zur Auszahlung. Aber eine Garantie heißt grundsätzlich auch, dass sehr viel weggeht von der Rendite. Also es ist ein bisschen Irrglaube, dass man das Gefühl hat, man kann ein Garantieprodukt abschließen, eine Garantie kassieren, plus noch eine hohe Rendite darauf haben. Vergiss es. Garantie frisst Rendite. Ganz einfach, da kann dir noch alle anderen etwas anderes behaupten, aber das ist nun mal einfach so. Weil grundsätzlich, wenn eine Versicherung eine Garantie garantiert, muss sie ja sicherstellen, dass sie dieser Zahlung nachkommt. Entsprechend muss sie natürlich dieses Geld auch safe einlegen, nicht, dass sie es dann nicht mehr hat. Also entsprechend geht das einfach wirklich ganz klar zu Lasten der Rendite, weil sie nicht so offensiv anlegen kann und mehr sicherheitsrelevante Optionen ziehen muss für eine Garantie. Also das ist sicherlich mal sehr wichtig grundsätzlich. Und eine Garantie grundsätzlich, das muss dir einfach bewusst sein, die kostet auch immer Geld. Das heißt, mit deiner Prämie finanzierst du einfach grundsätzlich auch ein bisschen die Garantie mit. Ob du willst oder nicht, weil die muss ja garantiert sein und die kostet einfach Geld. Also wenn du ohne Garantie nimmst, dann ist natürlich die Rendite viel höher, weil dort ist ja dann up and down, wie auch immer du es gerne hättest. Also das ist ein wichtiger Punkt grundsätzlich, wenn du dich dafür entscheidest. Ich bin jetzt persönlich nicht ein Fan von Garantieprodukten. Es kann aber für gewisse Lebenssituationen sehr essentiell sein, dass man zu diesem Zeitpunkt dieses Geld hat. Dann kann das wirklich wichtig sein. Aber sei dir einfach bewusst, dass Garantie und Rendite miteinander nicht unbedingt gehen und das ganz klar gesondert angeschaut werden muss. Was machst du persönlich für Erfahrungen mit Garantieprodukten beispielsweise? Würde mich sehr wundernehmen. Schreib es doch in die Comments. Wenn nicht, dann bitte Video teilen, liken, Feedback. Würde mich sehr freuen. Wenn du es noch nicht bist, hoffentlich bald. Sei easyinsure.ch. Bis zum nächsten Mal. Dein Versicherungsguide Christian.